Freunde, wir sind in Lissabon angekommen. Ihr habt es euch gewünscht, es gibt mal wieder ein Stadion-Vlog. Ich gucke mir morgen Benfica gegen PSG an. Der Ehrenbruder Julian Draxler hat mich eingeladen, oder uns eingeladen, besser gesagt, bin mit ein paar seiner Kollegen hier. Und wir gehen jetzt als erstes was essen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch der Vlog gefällt. Ich bin mies gespannt, ich war bis jetzt einmal in einem portugiesischen Stadion, ist schon Jahre her. Es war damals Porto gegen Schalke in der Champions-League-Gruppenphase. Jetzt Benfica gegen PSG, ist auf jeden Fall auch nochmal ein anderes Kaliber. Ich bin total im Arsch, Digga, guck mich an. Ich habe die letzten 15 Tage, 14 Tage FIFA gestreamt, nicht geschlafen, genauso sehe ich aus. Deshalb bin ich froh, mal wieder ein bisschen unterwegs zu sein. Ihr hört es auch an meiner Stimme, ich habe gestern eine Eichel gezogen. Wir gehen jetzt auf entspannt auf was essen und ich nehme euch einfach die zwei Tage mit. Ich hoffe, es gefällt euch. Vamos, let's go. Sehr nice. Freunde, schau mal hier, wir gehen jetzt hier irgendwo am Strand essen, direkt am Meer. Also Lissabon, erster Eindruck. Muito bom. Boah, geil, wunderschön. Wir haben hier einen kleinen Geheimtipp vom Drax bekommen. Ey, das ist ja mies cool. Geil, 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 das ist einfach wie Urlaub. Also Freunde, erster Eindruck Lissabon. Ich glaube, ich ziehe hin. Guck mal, da haben wir die Legende am Start. Ich ziehe auch hin. Ey, das ist geisteskrank. Ich glaube, wir scheißen aufs Spiel morgen, wir machen einfach ein bisschen Urlaub. Boah, Freunde, guck dich das an. Was ist du Schönes? 100 hat er. Guck dir mal das an. Guckt euch den zufriedenen Mann an. Ein Mann mit Verstand, was hast du dir gegönnt? Foodblogger. Warte, ich muss das hier runternehmen. Ist es Fischburger oder ist es normal? Das ist ein Classic-Burger. Classic-Burger. Wir gehen rein, Freunde. Wir waren jetzt hier gerade in dieser Strandbar. Boah, das Essen hat mich umgehauen. Geisteskrank. Guck mal, da kommt der nächste Patient. Und jetzt hier, boah, alleine das Geräusch der Wellen. Es ist Urlaub, Freunde. Es ist Urlaub. Oh, es ist kalt. Oh, es ist kalt. Wir lassen uns das gut gehen und dann geht's morgen zum Spiel. Ich sag's euch ehrlich, es gibt kein besseres Gefühl. Ich war ja dieses Jahr nicht im Sommerurlaub, aber das ist es hier gerade. Das ist es gerade wirklich. Wahnsinn. Dort drüben waren wir übrigens gerade in dieser Strandbar. Sehr, sehr fresh gewesen. Und ich muss euch das nur noch mal zeigen hier. Paradies. He's the famous people in all the world. Yes, yes, it's true. But at this moment he is old. He don't, he's and not he fast. Make And he make a lot of Portugal famous. Help, of course. No. What do you say, Ronaldo's finished? Yes, for football. No, yeah, never. Finished? For football, yes. He's legend. Legends never die. For football, yes. Wilde Diskussion hier. Guck mal. Der hat keinen Rücken vor den Einheimischen. Freunde, es ist mittlerweile Tag Numero Dos in Lissabon. Und ich habe einen sehr, sehr stressigen Tag hier. Ich liege am Strand und genieße ein bisschen mein Leben. Freunde, es ist so ein kleiner Sommerurlaub hier. Ich habe es euch gestern schon gesagt. Gestern habe ich jetzt nichts mehr gefilmt, ist auch nicht mehr viel passiert. Die Jungs sind abends noch eine Pfeife rauchen gegangen. Ich bin relativ früh ins Bett gegangen, weil ich habe ein bisschen Schlaf nachgeholt von der FIFA Release-Zeit. Aber guck mal hier, keine Augenringe mehr. Mir geht es wirklich deutlich besser. Ich bin deutlich fresher. Ey, das habe ich wirklich gebraucht. Das ist gerade mein Ausblick, Freunde. Sehr entspannt. Sehr, sehr entspannt. Das ist hier mein Ausblick und ja, so lässt es sich leben. So, kleiner Abstecher, da wo wir gestern waren, wird wieder gegessen. Ey, sehr geil hier. So, okay, this is like entrance. Yes, okay, starten. Geil. Freunde, guckt euch mal bitte das an. Es gibt ja Menschen, die aus Gründen irgendwie keinen Käse mögen. Boah, das ist es. Boah, wie es rausläuft. Digga, ist das ein Foodporn. Ich komme gerade. Freunde, genau das sind die Vorteile, wenn man mit dem Friseur unterwegs ist. Man hat immer frische Seiten. Was eine Maschine. Auf Kontostand. Ehrlich. Aber das erleichtert auch einfach. Erfolgreicher Tag am Strand ist beendet, Freunde. Wir haben auf jeden Fall die Seele baumeln lassen. Haare sind fresh, muss die besser machen. Und jetzt geht's endlich zum Estadio da Luz. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen wird. Excuse me, my friend. How do I pronounce the Benfica Stadium? How do I say it right? Stadio da Light. Stadio da Light? Ah, guck mal, da habt ihr es gehört. Stadio da Luz. Ja, Stadio da Luz.
als ein wahrer Freunde. Wir gehen jetzt zum Stadion. Ich habe richtig, richtig Bock auf den Vlog. Bin gehypt und vamos. Und schau mal, da hinten ist es schon. Das Stadion. Freunde, das ist einfach mächtig. Da hinten sieht man noch die Stadt Lissabon und dann einfach dieses wunderschöne Stadion. Und hier sehe ich mich eigentlich schon. Hier muss ich mich einkleiden, glaube ich. Offizieller Benfica-Fan. Boah, Gänsehaut. Alter. Also hier vorm Stadion ist auf jeden Fall richtig viel Trubel los. Hier gibt es überall so Snackläden. Geile Atmosphäre hier, ey. Muss man mal ehrlich sagen. Ist halt, so wie ich das gehört habe, das hat uns heute ein Taxifahrer gesagt. Er meinte zu uns nämlich, dass diese ganzen Snackläden hier nicht im Stadion sind, sondern quasi in der Straße davor. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Wir sind hier noch im Fanstore, Freunde. Ich bringe euch nämlich noch ein Trikot mit, das werden wir dann auf Insta verlosen, wo der Drax auch noch unterschreiben wird. Und ich habe mir noch eine Jacke geholt. Wichtig. Hier werden übrigens die Trikots direkt befloggt. Das ist auch sehr cool. Guck mal hier, Draxler. Da ist er. Preise in Portugal sind übrigens absolut geistkrank. Ich habe mir jetzt hier noch so eine geile Jacke geholt. Da ist schon das erste Trikot ready. Sehr geil. Einfach. Für 3 beflockte Trikots und eine Jacke. Rate mal den Preis. Ihr habt 3 Sekunden. 3 Sekunden sind vorbei. 211 Euro. In Deutschland hättest du alleine für die 3 Trikots über 300 gezahlt. Das ist echt. In Portugal müsste man leben eigentlich. Okay, Freunde, der Macher hier, der die Trikots beflockt, schaut ihn euch an. Sehr guter Typ. We want to know your match prediction for today's game. 2-1 for Benfica? Yes. Okay, that's a statement. Either that or a draw. Okay. 1-1, but for sure 2-1. Screw the draw. Never mind what I said. Freunde, wir müssen hier rein. Ich glaube, wir haben keine normalen Plätze. Oha, so sieht's übrigens aus. Geisteskrank. Hey, mein Partner Mediamarkt, das beste Leben. Schaut euch das an. Das hier ist ein Legendenstatue. Oh, den kenne ich sogar. Miklos Fea, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, der ist damals auf dem Spielfeld gestorben, glaube ich zumindest, habe ich mal ein YouTube-Video gesehen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Ansonsten gerne mal den Cutter, dass er das korrigieren kann. Ich meine, da habe ich mal ein YouTube-Video gesehen. Und hier haben wir Bela Gutmann, auch eine Legende, wie es aussieht. Guck mal hier, mit den 2 Champions League-Pokal. Krank. Hey Bro, was sind das für Plätze? Geisteskrank. Also, wenn deine Plätze eine Rolltreppe erfordern zum Hochgehen, ist das immer ein gutes Zeichen. Ich bin auf jeden Fall mies gehypt auf das Spiel. Ich glaube, jeder, der mich ein bisschen länger verfolgt, der weiß ja, Schalke-Fan, Draxler, Schalke-Vergangenheit. Bin mieser Fanboy früher gewesen. Und da gehen auf jeden Fall auch nochmal Grüße raus. Dann noch gegen seinen alten Verein. Ja, das ist halt geisteskrank, ne? Drax spielt ja heute gegen seinen Ex-Verein. Und er hat uns eingeladen. Das ist wirklich eine absolute Ehre. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, was wir hier für Tickets haben. Oh shit, Freunde. Oh shit, Freunde. Wir gehen rein. Alter, was ist das denn? Boah, was ein Stadion. Einfach mal wirken lassen, Freunde. Geisteskrank. An jedem Platz sind ja auch so kleine Pappdinger. Also es wird sehr wahrscheinlich eine Choreo geben. Dort unten machen sich auch schon die Spieler von Paris Saint-Germain warm. Tor Donnarumma. Oh, Mbappé da hinten. Komm, Kilian, hau mal drauf. Oh, da ist Messi. Das ist einfach Messi. Das ist so krank. Einfach Torschussübung gerade bei PSG. Das ist so krass. Oh, jetzt kommt Messi. Ankara, Messi, Messi, Messi. Und da geht ein Raum durch die Benfica-Kurve. Oh, ob die Benfica-Mannschaft kommt rein. Eben Bruder Julian Draxler hat uns einfach VIP-Tickets gegönnt. Julian, Kuss auf die Nuss. Vielen, vielen Dank. Das ist echt
Ein krasses Erlebnis. Und hier? Ein Digga. Digga, das Dach vor dem Stadion alleine. Wunderschön. Und unsere Plätze sind auch geil. So leicht seitlich. Ich will, dass Julian genau hier einen Winkel schraubt. Das ist das Ziel für heute. Gar keine Zeit verlieren, ganz schnelle Match für dich. 3-1 Benfica. Ich sag 3-3. Bisschen Hoffnung auf ein geiles Game. Mutti. Match für dich. 1-1. Mammut. Oh, guck mal. Schaut mal da, Freunde. Das ist der Benfica-Adler, glaube ich. Der Kreis einfach. Hä, wie krass. Das ist ja geil. Einfach der Benfica-Adler, Freunde. Ich hab so Bock. Geil. Freunde, es geht los. Das Stadion erhebt sich. Jetzt kommt die Hymne. Gänsehaut. Gänsehaut. Einfach jeder Mensch in diesem Stadion hat gefühlt einen Schal. Schaut euch das mal an. Boah. Absolutes Brett. Ah, und hier sind übrigens die PSG-Auswärtsfans. Nice. Die sind so halb über uns. Let's go! Boah. Die Choreo geht los. Ich muss meinen Job erfüllen. Bin dabei, Freunde. Boah, Alter. Das wäre krass. Bin mit dabei, Freunde. Mir fällt gerade auf, ich habe das Ding falsch rumgehalten. Es geht los, Freunde. Gehen auf den Platz. Und es geht richtig ab. Geisteskrank. Dicke Choreo am Start. Wahnsinn. Und ich erfülle hier natürlich meinen Zweck. Ich bin dabei, Jungs. So ist es nicht. Die Jungs singen einfach über die Hymne drüber. Juckt die gar nicht. Oh, und da hinten brennt der Block. Moin, Meister. Benfica-Spieler verneigen sich vor jeder Kurve. Geil! Und da hinten seht ihr PSG. Das Spiel wird auf jeden Fall, glaube ich, geisteskrank. Beide Mannschaften haben bis jetzt beide Gruppenspiele gewonnen. Das heißt, beide 6 Punkte. Ich hatte ja Benfica als kleinen Geheimtipp bei meiner Prediction. Aber lass uns einfach das Spiel genießen. Let's fucking go. Und ich hoffe, Draxler wird eingewechselt. Der Mann ist auf der Bank erstmal. Und das habe ich auch schon damals in meinem PSG-Stadion-Vlog gesagt. Man kann vieles an Paris nicht feiern. Aber deren aktive Fanszene ist geisteskrank. Die sind echt krass unterwegs. Schweigeminute und jetzt geht's los. Benfica gegen PSG. Neymar, Mbappé, Messi, alle auf dem Platz. Es wird krank, Freunde. Vamos! Digga, die Benfica-Fans, das ist ja richtig geil. Let's go! Es geht los! Benfica gegen PSG. Lasst einfach diese Stimmung auf euch wirken. Oh, Digga! Was macht Ramos? Oh, Zumba Neymar. Wow! Ey, Junge, der Bruder wurde so umgehauen. Es ist Feuer drin. Es gibt, glaube ich, nicht mal eine gelbe. Und das ganze Stadion pfeift. Aber der hat Neymar echt abgeräumt. Aber weiter geht's. Let's
Also Neymar und Benfica-Fans werden keine Freunde heute. So, Feuer drin. Sergio Ramos. Wow. Ey, Benfica macht's verdammt gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Oh, fuck. Alter. Es sind 10 Minuten gespielt. Benfica ist mit so einer Power drin. Die Atmosphäre im Stadion geistkrank. Hexenkessel, ehrlich. Hexenkessel. Und es ist sehr warm. Es ist sehr warm. Ich glaube, ich ziehe die Jacke gleich wieder aus. Das ganze Stadion ist auf einmal ruhig. Die Benfica-Fans, weil die genau wissen, das ist eine Position für Leo Messi. Ich muss sagen, Freunde, ich bin echt ein bisschen zwiegespalten. Einerseits will ich Messi und Neymar und Mbappé ballen sehen, dass sie geile Scheiße machen. Andererseits bin ich auch schon für so eine kleine Sensation Benfica. Schwierig. Ich will gesagt 3-3, Messi, Neymar, Mbappé sollen ballen, 3-3. Oh! Oh mein Gott! Alter! Wie krank ist Donnarumma bitte? Benfica! 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 Vamos! Heimfans, Auswärtsfans, beide komplett da. PSG-Fans auch. Geisteskrank. Neymar, Messi. Geisteskrank, Leo Messi. Aber die Benfica-Fans pushen weiter. Schaut euch das an. 0-1, Benfica war bis hierhin safe besser. Aber was Messi und Neymar diese Saison zaubern, krank. Krank, 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 krank. Oben wird auch gezündelt. Ja, feiere ich auch immer. Solange die keine Scheiße machen, so ist geil. Was ist das? Das geht doch gar nicht. Das ist doch krank. Das ist, dieser Haaland ist einfach ein Cheatcode. Ne? Geisteskrank. Boah. PSG wird jetzt viel besser, viel mehr Kontrolle. Die spielen es so direkt, das ist krank. Guckt euch das an, guckt euch das an. Die sind so am Zaubern gerade. Oh, 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 dieser Donnarumma ist ein scheiß Hexer. Und die Pyros gehen an.
geisteskrank, was ist hier los, Alter? 100% verdienter Ausgleich. Weiter geht's. Krankes Spiel. Was ein Spiel, Junge. Krank. Halbzeit, Halbzeit. Freunde, die erste Halbzeit ist vorbei. Geisteskrank. Also das Ding hier ist Definition Hexenkessel. Wir haben kurz Zeit für ein Halbzeitfazit. Verdient das 1:1. Benfica war die ersten Minuten viel druckvoller. Wir haben richtig, richtig geil gespielt. Zu der Atmosphäre habe ich euch genug gesagt. PSG einfach mit der individuellen Klasse. Das Tor von Messi war sehr geil, muss man sagen. Also bis jetzt. Ich bin voll auf meine Kosten gekommen. Bin einfach so glücklich, Digga. Das Spiel ist so geil. Und ich hoffe, Trax kommt noch rein. Bier, das gute alte Superbock, das kenne ich aus Porto. Weiß ich, dass es geil wird. Aber wir probieren natürlich auch Stadionessen aus. Und es gibt einen Burger. Wir probieren. Deutschlands bester Stadion-Burger-Essenstester. Wurst haben die hier leider nicht. Wir probieren. 1 bis 10. Noch einmal, komm. Digga, ich höre, der schmeckt wie ein Cheeseburger bei Mc's. Voll gut. Ja, bleib. Ja. Kann was. Super Sache. Und da sind die PSG-Spieler. Ja, ja, ja. Let's go. Zweite Halbzeit. Jetzt einfach hoffen, dass Drax reinkommt und den Siegtreffer macht. Das wäre geisteskrank. Hakimi. Boah! Boah! Heilige Scheiße! Digga, er macht einfach fast ein Fallrückzieher-Tor. Digga, was passiert hier? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Oh, Messi. Alter. Messi dreht komplett auf. Es ist krank. Glaube ich, die Hälfte von der Szene nicht mal gesehen. Es ist so krass. Messi. Messi. Mbappé. Junge. Oh, Freunde. Drax kommt rein. Let's go. Da ist er, die Maschine. Ey, stell mal vor, der macht sich das 2:1 gegen seinen Ex-Verein. Das wäre krank. Oh! Spiel ihn! Spiel doch auf Drax! Oh Gott! Oh Gott! Bruder, ich hab den Querpass auf Drax so gesehen. Junge! Und das Stadion steht, Junge! Let's go. Messi wird ausgewechselt und man hört, krankes Spiel von ihm, wirklich. So viele gute Aktionen gehabt, Traumtor geschossen, Wahnsinn. Der Mann ist wieder so zurück nach der letzten Saison. Benfica wechselt nochmal, 4 Minuten Nachspielzeit. Irgendwie ein Lucky Punch, das wäre so geil. Das Stadion steht, ich glaube nur noch 1-2 Minuten. Hey! Freistoß nochmal für Benfica jetzt. Jetzt ein Draxler Kopfballtor und ich habe alles gesehen. Dann dreh ich einen Besen. Das Spiel ist vorbei. Das Spiel ist vorbei. Und Rudelbildung. Benfica nimmt ein Pünktchen mit. Was ein Spiel! Und unten ist Stress. Was ein Spiel. Was ein Spiel. Die Benfica-Spieler kriegen ihren absolut verdienten Applaus.
Was für ein Spiel, was für ein Fight. Wir haben wirklich alles gesehen. Und die PSG-Spieler kriegen Pfiffe. Was ein Spiel. Freunde, Spiel ist vorbei. Was ein Erlebnis, was für ein Match. Atmosphäre, ich habe es im Vlog 500 Mal gesagt, geisteskrank. Und der Mann hat richtig getippt. 1-1, habe ich schon gesagt. Freunde, wir sehen uns gleich nochmal zum Schlussfazit. Geht es noch entspannt was essen. Bin sehr beeindruckt. Also Stadio da Luz müsst ihr mal machen, wenn ihr in Portugal seid. So, Freunde. Drax unterschreibt jetzt noch ein Trikot für euch. Verlosen wir bei Insta. Guckt euch das an. So, Freunde, das war es jetzt auch von dem Vlog. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Es war auf jeden Fall ein krankes Erlebnis. Vielen lieben Dank auf jeden Fall nochmal an Jule, dass er mich eingeladen hat zu dem Spiel. Absolute Ehre. Viele von euch wissen ja, ich war früher, als er bei Schalke war, absoluter Fanboy. Deshalb verrückte Geschichte, jetzt einfach von ihm zu so einem Spiel eingeladen worden zu sein. Deshalb auch nochmal ein ganz dicker Kuss an meine Community, dass ihr mir durch den Support auf solche Videos, auf meine Streams halt solche kranken Geschichten ermöglicht. Kann selber irgendwie gar nicht glauben. Absolut verrückt. Er hat gerade auf jeden Fall auch noch Trikots für euch unterschrieben. Wenn das Video hier online geht, wird auch im Laufe des Tages bei mir bei Instagram Bild online gehen mit Julian zusammen, wo wir dann so ein Trikot verlosen werden an einen von euch. Dann habt ihr da auch noch was Cooles von. Und ja, nicht wundern, dass ich jetzt außerhalb des Stadions nicht so viel gefilmt habe. Da waren vielleicht ein paar wilde Schnitte dabei. Aber ich finde, das gehört sich halt einfach nicht so, wenn man dann einem Profi die ganze Zeit so eine Kamera in die Fresse hält. Da bin ich jetzt nicht so der Typ für. Und ich habe ja jetzt Julian auch erst zum zweiten Mal gesehen. Das wäre ein bisschen unangebracht gewesen. Der ist jetzt auch gerade erst Papa geworden. Da war die ganze Familie mit dabei. Und ich finde, dann ist es einfach unangebracht zu filmen. Deshalb, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Ich hatte hier auf jeden Fall richtig, richtig schöne Tage in Lissabon. Das hat sich angefühlt wie Urlaub. Die Stadt wirklich wunderschön. Wenn ihr hier mal hin wollt, absolute Empfehlung. Der Strand generell, der Vibe der ganzen Stadt. Und auch das Stadion, das Stadio da Luz, habe ich ja jetzt gelernt. Unfassbar, wirklich. Die Fans, die Atmosphäre, auch die Pariser Auswärtsfans haben da einen großen Teil dazu beigetragen, dass es einfach ein unfassbares Erlebnis war. Wir haben dazu noch ein geiles Spiel gesehen. Und ja, in der Gruppe bleibt es spannend. Paris 7 Punkte, Benfica 7 Punkte. Nächste Woche spielen die beiden ja schon wieder gegeneinander, dann in Paris. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze ausgehen wird, Freunde. Lasst ein Like da. Nicht vergessen, wenn ihr euch denkt, Broski, warum kommen gerade keine Streams? Weil ich in Portugal bin. Aber der nächste Stream wird am Freitag sein. 48-Stunden-Stream zusammen mit den Teasies. Für die, die letztes Jahr dabei waren, die wissen, was euch da erwartet. Big Brother-mäßig, mein ganzes Haus ist verkabelt. Gönnt euch also Freitag den 48-Stunden-Stream. Wir geben euch noch bekannt, wann es losgeht. Und dann sage ich immer Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein und ciao.